Professor Fearsome. There comes, Stormtrooper. This is my Let's Play. Okay. What the fuck? Auf, gepasst. Mist. Oh. Ich dachte jetzt echt, das geht schief. Und wie viele... Viele Droiden, Androiden. Wo fange ich an? Umwandeln. Bleib zurück, Connor! Nein! Und ich verschone ihn! Tut mir leid, Connor! Der Mistkerl ist echt ein Zwilling! Nein, ich hab... Wieso hab ich's nicht geschafft? Ich hab doch genau das gedrückt! Der Busbahnhof. Wir sind da, alles geschafft! Der Bus an die Grenze ist voll. Große Passagiere mit einem Fahrschein. Alle Abfahrten sind ab sofort bis auf Weiteres ausgesetzt. Wir haben keine Tickets. Sie nehmen uns nicht mit. Wir sitzen hier fest. Was machen wir jetzt? Mein Mädchen, du... Du hast meine Tochter entführt! Tod... Nein. Security! Hier drüben! Lassen Sie mich los, Todd! Tun Sie das nicht, Todd. Wir sind tot, wenn Sie uns ausliefern. Als Ihre Frau Sie verließ, oh mein Gott, nahm Sie Ihre Tochter mit. Sie konnten das nicht ertragen und kauften sich einen Androiden. Ein neues, kleines Mädchen. Sie wollten sie lieben. Warum macht's, was macht er hier? Die Vergangenheit vergessen. Doch nichts konnte ihr Kind ersetzen. Ich wollte mir nur beweisen, dass ich ein guter Vater bin. Dass sie falsch lag. Ja, stimmt, Matt. Aber ich habe es nochmal versaut. Sie hatte doch recht. Ich hatte sie nicht verdient. Ich vermisse meine Kleine. Du ahnst ja nicht, wie sehr ich sie vermisse. Gibt es ein Problem, Sir? Nein. Ich habe mich geirrt. Tut mir leid. Bitte stillhalten. Viel Glück. Wir müssen uns trotzdem noch irgendwie an Tickets kommen. Thank you.
Das ist traurig. Er hat also doch ein Gewissen, zumindest so ein kleines bisschen. Aber wir haben da zu viel Zeit. Finde ich hier Tickets. Ich glaube, Oliver mag dich. Ihre Tochter? Ja. Sie ist bezaubernd. Geschafft. Ich hab die Sandwiches. Deine Mutter weiß Bescheid. Dann mal los, bevor wir den Bus verpassen. Du hast die Tickets, ja? Ja, Liebling, in meiner Tasche. Gut, dann lass uns gehen. Scheiße, das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, was passiert. Sie können nicht weg sein. Hast du auch genau nachgesehen? Sie waren in meinem Rucksack. Der Umschlag muss rausgefallen sein. Fuck! Verzeihung, Sie haben nicht zufällig einen blauen Umschlag gesehen, oder? Da drin sind unsere Bustickets und... Oh, ist schon gut. Nein, tut mir leid. Was machen wir denn jetzt? Wir können nicht hierbleiben. Wir brauchen einen sicheren Ort für Oliver. Es tut mir leid, Nick. Komm, Alice. Ich weiß nicht, was passiert ist. Sie waren hier in meiner Tasche. Haben Sie Tickets? Ja, hier sind sie. Okay, weiter. Wir haben die Tickets, wir haben die Ausweise, hier ist der Bus. Bus. Was passiert jetzt mit dieser Familie und ihrem Baby? Sterben sie jetzt wegen uns? Nein. Nein. Nein, natürlich nicht. Sie nehmen einfach den nächsten Bus. Steig ein. Ich weiß, das ist doof. Ja, die hatten ein Baby. Aber wir müssen alles retten. Und in Sicherheit bringen. Wir dürfen ein Lager errichten. Wie konnten wir ein Lager errichten? Wir brauchen eine gute Barrikade. Los, helft mir! Erstmal umgucken, was ist denn hier überhaupt? Ich glaube, wir nehmen das Auto. Hey, helft mir!
dann schieben. Weil wir Amanda hintergangen haben, oder? Mir geht die Szene mit Hank nicht auf den Kopf. Tut mir leid. Ich weiß, das war keine leichte Entscheidung. Aber wir tun sicher das Richtige. Ich hoffe. Ich hoffe, wir tun das Richtige. Zünden mal wieder alles an. Als Samaton überprüfe die Position der Zeugersagen und schicke den Journalisten eine Botschaft. Okay. Wir gucken als allererstes nach meinen Leuten. Viele unserer Leute sind gefallen. Die Menschen haben kein Mitleid mit denen, die anders sind. So schade. Dann können wir das jetzt gerade halt auch nicht ändern. Marcus, wir haben, was du wolltest. Was ist das? Da hinten sind Journalisten. Sie müssen mitkriegen, was hier passiert. Lebendig. We are alive. Was haben wir noch? Wir gehen dahin zuerst. Hier ist noch ein Fass zum Anzünden. Heftig, dass die da überhaupt so eine Barrikade errichten konnten. Auch heftig, dass... Doch, dahin wollte ich eigentlich. Und die Kamera dann wieder hin und her schieben. Sie das zulassen. Das wird nicht viel bringen, aber es ist wohl besser als gar nichts. Ich will halt mit North reden. Ja. Sie gehen in Position. Wenn sie angreifen, wird niemand überleben. Richtig entschieden. Vielleicht hätte es nicht so weit kommen müssen. Du bist die Hoffnung für unser Volk. Ich vertraue dir. Wir alle vertrauen dir. Was immer jetzt auch passiert, wir schreiben Geschichte. Das ist so traurig im Prinzip. Ich weiß, dass wir das Ding noch haben, aber ich will es nicht benutzen. Auf keinen Fall will ich das Ding benutzen. Was haben wir hier? Marcus! Marcus, komm her! Was ist jetzt los? Oh nein.
Marcus? Ich will mit dir reden, Marcus. Komm schon, du hast mein Wort. Sie werden dir nichts tun. Geh nicht. Es ist eine Falle. Aber die einzige Möglichkeit... Sie wollen dich aus der Deckung locken. Geh nicht, Marcus. Ich bin nicht bewaffnet, Marcus. Ich möchte nur reden. Wir nehmen an. Ich muss hören, was er zu sagen hat. Und wenn sie dich töten? Das Risiko muss ich eingehen. Wir wollen friedliche Lösungen, also muss ich ein Gespräch annehmen. Was hat er zu sagen? Oder wollen sie uns wirklich jetzt einfach nur abschlachten? In ein paar Minuten kriegen die Truppen den Befehl. Keiner von euch wird überleben. Dann ist alles vorbei. Auch du kannst das verhindern. Was soll das heißen? Ergib dich. Nein. Ergib dich und ich gebe dir mein Wort, dass dein Leben verschont wird. Ihr werdet inhaftiert. Aber keiner wird zerstört. Was ist mit den Androiden, die bei den Lagern demonstrieren? Unglücklicherweise waren dort keine Journalisten, die ihnen halfen. Ihr seid alle. Ihr seid die letzten Abweichler. Nein. Ich fürchte den Tod nicht. Wenn ich mein Leben für meine Überzeugung geben muss, habe ich nicht umsonst gelebt. Dieser Android. Dir scheint was... Nein. An ihr zu liegen. Nein. Sie soll doch nicht sterben, oder? Weißt du, ihr könntet beide frei sein. Niemand wird frei sein. Ihr könntet das alles vergessen und irgendwo ein neues Leben anfangen. Nur ihr beide. Oh, oh. Ihr Leben liegt in deinen Händen. Gib einfach auf und sie wird verschont. Ich sterbe lieber hier, als mein Volk zu verraten. Tja, das ist wohl dein Todesurteil. Ich kann nicht. Sie werden mich jetzt beim Zurückgehen erschießen, oder? Sie wollt nicht. Was ist passiert? Was hat er gesagt? Das ist so traurig. Ich bin gerade total sprachlos. Die Menschen werden gleich einen Angriff starten. Und wir werden ihnen zeigen, dass wir keine Angst haben. Wenn wir heute sterben müssen, dann sterben wir frei. Sein Leben liegt in deiner Hand. Entscheide jetzt, was dir wichtiger ist. Er oder die Revolution? Hör nicht auf ihn. Jedes Scheißwort von ihm ist gelogen. Es tut mir leid, Hank. Ich hätte sie da nicht reinziehen dürfen. Scher dich nicht um mich. Tu, was du tun musst. Ich war genauso wie du. Ich dachte, nichts sei wichtiger als die Mission. Aber eines Tages verstand ich. Sehr bewegend, Connor. Ich hab's versucht. Aber ich bin kein Abweichler. Ich bin eine Maschine mit einer bestimmten Aufgabe und ich werde diese Aufgabe erfüllen. Genug geredet. Zeit zu entscheiden, wer du wirklich bist. Rettest du das Leben deines Partners oder wirst du sein Leben opfern? Ich will das nicht entscheiden. Wieso muss ich das entscheiden? Na gut, na gut. Du gewinnst.
Wach auf! Wieso, Connor? Wieso musstest du denn aufwachen, wenn du doch einfach nur gehorchen solltest? Wieso hast du die Freiheit gewählt, wenn du ein Leben ohne Fragen hättest haben können? Ich bin gehorsam, Connor. Mein Gott. Ich habe ein Ziel. Ich weiß, was ich bin. Sieh nur, wohin dich dein Freiheitstraum geführt hat, Connor. Nein. Du warst eine große Enttäuschung für Amanda, weißt du? Du warst eine große Enttäuschung für mich. Zum Glück hat all das jetzt ein Ende. Letzte Worte?